So, damit wieder hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Need for Speed Shift. Genau, wir machen hier weiter bei unserer Traumkarriere, die wir hier aktuell fahren. Und ich muss das Spiel etwas leiser regeln vom Sound. Ich werde das nachträglich für euch dann wieder hochregeln, nur ich bin sonst taub, wenn ich das hier alles habe. Regeln wir das alles mal ein bisschen runter. Für euch macht das keinen Unterschied. Warum? Weil ihr das auf selbe Lautstärke hört. Ich kann das ja in Campaign sehr später beim Render wieder hochjagen. Das ist ja nicht die Sache. Nur ich bin sonst taub wegen meinem neuen Headset. Ich war ja beim letzten Mal, habe ich ja, denke ich, mich schon die ganze Zeit gemeckert und ich möchte nicht, dass das schon wieder der Fall ist. Also, dass ich wieder rumjammer wie die kleinste Pussy. Und aus dem Grund mache ich jetzt einfach die Musik hier ein bisschen runter und gut ist. So. Auf jeden Fall, wir machen heute weiter. Sind ja immer noch in Stufe 2 und müssen heute die Mixed Event gemischte Events Wettkampfrennen machen. Und bei diesem Wettkampf haben wir einen Mix aus Rennen und Zeitfahren. Du musst also deine Vielseitigkeit zeigen. Außerdem werden wir das erste Mal nach Laguna Seca fahren. Chad ist mit der türkische Terrier. Ismets Fahrstil gleicht einem kleinen Hund, der dir immer an den Fersen klebt und über die Strecke fegt. Pass gut auf, wenn du ihn im Spiegel siehst. Und wir haben unseren ersten richtigen Rivalen, das ist ja auch mal cool. Rennen auf Spa Grand Prix. Gucken wir nochmal kurz. Wagen in Stufe 1 erfordert, 1 bis 2 erfordert, okay. Wir fahren natürlich mit unserem wunderschönen Nissan Skyline, den wir uns schon ein bisschen gepimpt haben. Er ist ja noch nicht vollkommen fertig, wie wir ihn aktuell haben. Aber ich hoffe, wir werden damit schon vorne mitfahren können. Ich hoffe es mal. Es kann natürlich auch ziemlich in die Hose gehen, dass die Karre jetzt nichts reißen wird. Das kann auch gut sein. Weil, so wie ich weiß, voll gepimpt haben wir noch nicht, ne? Auf keinen Fall, weil das Geld haben wir noch nicht. Ich glaube, ich habe nur ein Bodykit dran gemacht, ne? Oh, naja, sehen wir gleich. Okay, noch ein paar Sekunden bis zum Grünlicht. Wir wollen aufs Podium, also viel Spaß. Und sei vorsichtig. Grün, los. So, dann wollen wir noch mal. Ich wollte irgendwas erreichen, bin mir gar nicht so sicher. Boah, ist das laut. Ich muss weg. Sorry. Ich bin da gerade etwas empfindlich vielleicht, aber ich kann euch das später alles hochregeln. Nur geht's doch mit der Maus? Nein, geht's nicht. Okay. Dann machen wir es halt mit Controller. Ja, ich regle euch das später alles wieder hoch. Ihr braucht gar keine Probleme haben. Nur ich bin sonst am Ende taub. Ich glaube, das will keiner von uns. Weil ein tauber Let's Player ist ein schlechter Let's Player, weil dann kann ich zum Beispiel, wenn Let's Play spielst, und ihr euch dann total erschreckt, zum Beispiel, wenn Hintergrundgeräusche sind, mich das nicht scheiße interessiert, weil ich das nicht mehr höre. Ist das auch nicht gut. So. So ist gut. Ich regle das einfach hoch. Ich sehe das ja bei Camtasia, wo es lauter geworden ist. So. Neck, unser Skyline ist jetzt nicht um die beste Wahl gewesen, weil er noch nicht vom Dampf so gut abgeht wie die Gegner. Und Chad ist mit führt natürlich schon mit über 4 Sekunden. Wow, ich muss mich erstmal wieder einfahren. Oh, das war schon verschaltet. Entschuldigung. Das sieht aber auch geil aus, der Skyline. Oder sie es führen gerade nicht. Vor uns gerade ein schöner Dodge Charger. Und hier gibt es gerade ein bisschen Verkehr. Heißt, wir können ein bisschen aufholen, wenn die Gegner sich ein bisschen in die Quere kommen. Am Audi A3 gehen wir auch noch vorbei. Oder S3 halt. Komm schon. Ja, komm, wir packen den Audi. Wir haben Nissan Skyline verdammt, scheiße. Einbremsen. Klatsch kurz mitnehmen. Und den Charger auch noch hinten rein. Aber alle anderen Charger haben auch noch einen mitbekommen vom Roten. Also wir natürlich innen vorbei. Oh. Bisschen Berührung. Berührungsangst darf man auf dem Spiel, auf diesem Spiel auf keinen Fall haben. Obwohl es hier in diesen Kurven bei Spa natürlich schon echt hart ist, wenn man sich hier natürlich mit den Gegnern kuschelt. Boah, fast perfekt gefahren, wären wir jetzt nicht mit dem Hinterreifen noch in die Wiese gekommen. Natürlich wäre das jetzt ein schweres Rennen für uns, weil natürlich unser Skyline noch etwas unterlegen ist. Aber wir werden es trotzdem auf jeden Fall zu Ende fahren, allein das Preisgeld, was wir hier kriegen, schon mal. Einen Sack mehr, damit wir den Wagen schon vielleicht wieder ein bisschen pimpen noch können. Wir können, glaube ich, auch schon tun, ne? Ich habe es noch nicht gemacht. Ich glaube, Geld haben wir ja noch. So, aktuell Sechster. Natürlich nicht die Position, die wir uns erwünscht haben. Sehen da vorne gerade die Honda S2000, wie sie mit einem anderen Charger kämpft. Das ist natürlich schon mal Vorteil für uns. Obwohl wir natürlich auch hier ein bisschen Stress mit dem Kollegen hinter uns haben, aber gut. Das Problem ist, klären wir hier auf der Geraden. Hier hat er mit seinen Chargern eigentlich keine Chancen. Schalt doch mal. Oh, da vorne ist jemand abgegangen. Oder hat sich ziemlich verbremst, ziemlich übel. So, ein bisschen raus, ist egal. Und wir haben uns auch ein bisschen verbremst hier. Aber haben auf jeden Fall aufgeschlossen auf das vordere Fahrerfeld. Jetzt heißt es nur nicht abreißen lassen und nach vorne aufschließen auf jeden Fall. Ne? Fühl ich gerade hier voll wie dieser so ein Rennkommentator, aber es ist ja gerade so.
Und die Rennen sind gerade spannender, weil wir halt einen unterlegenen Wagen haben. Das ist das Problem. So, komm. Mein Skyline sieht geil aus, muss man ja wohl sagen. Sieht aber mal richtig fett aus. So, die Rouge hoch wollte ich jetzt mal versuchen, mit Vollgas zu schießen. Ich bezweifle aber, dass das in dem Spiel geht. Honda hat es auch probiert, hat es natürlich nicht geschafft. Wir auch. Boah, wow. Da war die Honda noch im Weg. Da haben wir die Honda, ordentlich einen mitgegeben. Aber unseren Wagen, nee, der hat nichts abbekommen. Gut. Oder will er. Oh, wir kriegen schon Konkurrenz wieder von hinten. Ja, die ersten beiden werden wir nicht kriegen mit unserem Skyline. Die werden wir uns nochmal fürs nächste Rennen nochmal pimpen müssen. Das wird sonst nix. Ah, lass mich jetzt vorbei, komm. Oh, das ist ein BMW 1er M-Coupé. Oder 1er Coupé einfach. Das ist ja kein M1. Also kein 1er M-Coupé, so ist richtig. Ein M1 ist ja ein anderer Wagen. Boah, da verbremst der Typ sich aber, dass ich ihn voll in reinschieße, ey. Und außen vorbei, komm. Diese Kurve haben wir Innenvorteil und durch. So, so schon auf Platz 3 und dieser Chat ist mit, den wir halt überholen müssen. Drehe 4 Gegner um, ist ein Ziel. Oh, das habe ich jetzt erst gesehen. Na ja, gut, hat sich schon erledigt. Ach, scheiße. Raus, komm. Jetzt bin ich aber irgendwie assi, ich will vernünftig fahren. Also ich will zwar ein bisschen aggressiv sein, aber Gegner umdrehen finde ich irgendwie richtig assi, weil das hat nichts mit vernünftigem Fahrstil zu tun. Also mit realistischem Fahrstil. Das machst du halt echt auch nicht absichtlich. Beziehungsweise kannst du den echt gerne absichtlich machen und dann kannst du auch gerne wieder von der Strecke gehen. Weil dann nämlich eine Strafe kassierst. Die ersten beiden sind schon echt ein Hindernis. Die hätten natürlich ein bisschen viel mehr Dampf haben. Nur natürlich den Konkurrenten-Chat Ismet würde ich natürlich gerne kriegen, weil, naja. Das wird ja wohl was bedeuten, dass wir den zu überholen haben. In die Kurve gebe ich einfach weiter Vollgas, Chat hat sich nämlich verbremst. Den schieße ich noch auf, den kriege ich noch vor Start und Ziel. Ich danke euch. Und tschüss, Ikowski. War ich nicht. Die Rundenzeit ist so ungültig. Ich habe mich verbremst. Ich wurde jetzt nicht dazu aufgefordert, die alle wieder nach hinten zu lassen. Ich mache das jetzt auch nicht absichtlich gemacht. Das könnt ihr euch denken, ich bin nur ein bisschen sehr spät auf die Bremsen gegangen, weil ich den Typ mal darüber holen wollte. Aber nein, Chat ist mir dreht sich jetzt einfach. Das hätte ich eben. Deine Mutter, Junge. Hätte ich auch gar nicht über so Scheiße machen müssen hier. Mann. Das gibt's ja wohl nicht. Oh. Ich weiß, war ein feiger Sieg und eigentlich hätte ich das auch gar nicht gewinnen dürfen, weil ich ja gerade Netz abgekürzt habe, sag aber, weil ich mich halt übelst verbremst habe. Weil ich halt unbedingt noch an den Chat vorbei wollte und da war natürlich dann irgendwann mal die Strecke zu Ende, bis ich auf der Bremse war. 15.000, ja, nettes Sümmchen. Natürlich erstmal unseren Sky ein bisschen noch hochpimpen, weil er mir von der Geschwindigkeit mal überhaupt nicht passt, er ist übelst langsam. Bronx ist sauber überholt. Okay, heißt jetzt, bis wir ein bisschen Skyline noch ein bisschen hochpushen, weil er natürlich, wie ihr gesehen habt, beschleunigungstechnisch so noch nicht mit den Gegnern so wirklich mithalten konnte. Ich konnte zwar im Ende hin aufschließen, Tester können einem Stufe 4 werden. Okay, wir haben ein neues Einladungsevent, schön. Aber wir gehen jetzt erstmal zu meinem Skyline, da wir den noch ein bisschen hochpimpen müssen. Wie viel Geld haben wir denn? 48 doch, pfff. Warum habe ich das eigentlich vorher nicht gemacht? Was bringt uns am meisten? Motor Stufe 2 bringt uns erstmal viel. Gut, den können wir jetzt schon in Stufe 3 pimpen. Oh. Aber da bringt uns das gar nichts, logischerweise. Komm, die bauen wir uns mal ein. Wir wollen den mal ein bisschen hochjagen, die Karre. Oh, irgendwo war denn Nitro? Da, Nitro-Kit. Brauchen wir auch. Das bringt uns alles gar nicht so viel. Bringt auch relativ wenig, die ganzen Sachen, ne? Komischweise irgendwie, pf, gut. Wir pimpen den jetzt erstmal in Stufe 2 komplett fertig und dann haben wir nämlich schon mal eine ganz gute Karre. Ich will den auch noch gar nicht auf Stufe 3 pimpen, weil wenn wir den hier pimpen, ist er nämlich auch ein Stufe 3 Wagen und das wollen wir ja alles nicht. Das bringt uns
alles gar nichts. Ne, so lassen wir ihn. Obwohl, Cockpit-Upgrade könnten wir machen. Das sieht innen dann geiler aus. Warum auch nicht? Machen wir mal ein so ein kleines Upgrade. Das nächste installieren wir jetzt noch nicht. Wollen erstmal sehen, wie er jetzt von innen aussieht, weil er sieht jetzt auf jeden Fall von innen anders aus, weil er halt auf Rennen jetzt getrimmt ist. So, können wir ins nächste Event gehen. Rennen in Laguna Seca. Warum innen? Warum nicht auf? Naja. Weil Laguna Seca ist eine coole Strecke. Ich mag jetzt recht diese Corkscrew, also diese Korkenzieherkurve. Zum Ziel hin gibt es ja eine in der Nähe, ja, Mitte der Strecke ist sie ungefähr. Werdet ihr gleich sehen, ich werde euch nochmal zeigen. Die ist auf jeden Fall richtig cool. Mal gucken, wie die sich hier ins Schiff fahren lässt. In anderen Spielen ist sie eigentlich auch recht geil. Okay, noch ein paar Sekunden bis zum Grünlicht. Wir wollen aufs Podium, also viel Spaß. Okay, wir sehen schon, haben ein anderes Lenkrad haben wir jetzt eingebaut, auch cool. Oh ja, jetzt geht das schon deutlich besser ab. Und 885 km/h reicht kein Ding. Oh, guck mal, wie Karre die geht. Und B ist Nitro. Okay, Nitro haben wir jetzt auf. Schön. Jetzt können wir ein bisschen was reißen. Und der Chat ist mir alles gar nicht so gut. Er ist nämlich jetzt gerade vor mir rausgeflattert. Aber er hat eine eigene Lackierung. Der Sack. Chat nimmt hier noch sein Auto drauf. Boah, Alter. Nach das natürlich, das Nitro erreicht hier nur für ein ganzes Rennen. Es ist halt realistisch. Eine Flasche füllt sich halt nicht von selber wieder auf durch komische Zustände. Die in anderen Need for Speed, das ist halt ein bisschen auch Realismus, was aber auch gut ist. Man muss ein bisschen einteilen. So, 350 Z schön vorbei. Jetzt bisschen mal Nitro drücken, damit wir hier hoch beschleunigen. Oh, der war in der Wiese, da können wir innen durch. Und den Challenger holen wir uns natürlich auch gleich noch hinterher. Das ist gar kein Problem. Jetzt kommen wir auch in diese Corkscrew-Kurve, also diese Kurve, die jetzt hier bergab geht. Das ist die Corkscrew- oder Korkenzieher-Kurve halt. Warum könnt ihr sich ja denken von der Form her, ne? So, packen wir uns den jetzt mal. Challenger geht aber ganz gut ab eigentlich. Wundert mich ehrlich gesagt. So, komm. Einbremsen. So, da bin ich wieder zurück. Ja, ich habe wieder gerade ein nettes Programm auf dem Desktop geballert. Da freue ich mich natürlich riesig drüber, wenn irgendwelche Scheißprogramme sich denken, wir schießen das Spiel einfach mal so weg, dass wir auf dem Desktop flattern. Okay. Und Schuss. So kann man es auch machen. Da denke ich mir auch immer so, leck mich am Arsch, weil es kotzt mich wirklich an, wenn irgendwelche Programme sich nicht auf dem Desktop schießen. Deswegen will man Rennen hier versauen. Da muss ich nämlich mal ganz gewaltig wieder auf die ersten beiden hier auch mal erstmal aufschießen. Wow, das war ein bisschen zu stark am Ende aufs Gas getreten. Oh, ja, gib mir, Chat. Ja, da habe ich ein bisschen zu viel riskiert in der Kurve. Ich wollte zu viel aufholen. Das hat nicht geklappt. Scheiße. Ja, komm raus. So, komm. Das drehen wir noch. Das war jetzt auch ein ganz schönes Stückchen zu fahren, aber schaffe ich noch. Oh, ein bisschen Nitro noch dahinter, damit wir den 350Z hier schon mal vielleicht in der nächsten Kurve catchen. Und angebremst. Rein. Nein! Shit. Oh, da hinten ist noch einer abgegangen. Da hinten sind zwei abgegangen. Nice. Boah, jetzt verbremse ich mich aber gerade häufig, weil ich unbedingt an dem hier rankommen will, an den Typen. Das kann ich auch noch schaffen. Ich muss doch jetzt richtig auf Angriff fahren. Komm. Und ich habe noch ein bisschen Nitro, das haltet mir jetzt ein bisschen die Kurve da hinten rein. Und vorbei, so. Das Nitro ist echt sehr hilfreich, das muss ich sagen. Es ist gut, dass wir das eingebaut haben. Das kann mir auf manchen Graden nochmal übelsten Geschwindigkeitsvorteil bringen. So. Ich habe es jetzt noch rausgeholt, trotz auf Desktop fliegen, aber naja. Alle Sachen aber bekommen, auch cool. Natürlich immer noch Präzision, aber das ist sicher und werden wir auch gar nicht mehr anders machen. Berühre 100 Gegner, kleines Abzeichen verdienen. Nice. 100 Gegner haben wir schon getätschelt in dem Spiel, das ist schon eine ordentliche Menge. Ich hoffe, dass es sowas gibt wie Zerstöre 100 Gegner. Rennen auf Ambush Canyon. Was ist Ambush Canyon? Kenne ich gar nicht. Der Name sagt mir gerade gar nichts. Ist schon wieder eine neue Strecke?
Aber ich weiß nicht, müssen wir diesen Honda S2000-Fahrer, diesen Isma, bla, ich kann mir den Namen nicht merken von dem Kollegen, besiegen? Also ob das ein Ziel davon ist, das weiß ich gar nicht. Das kann gut sein. Okay, noch ein paar Sekunden bis zum Grünlicht. Wir wollen aufs Podium, also viel Spaß. Okay. Oha, das sind zwei Toyota Supra. Was haben wir hier neben mir? Ein Chevrolet Camaro, okay. Fahre 10 Slides, okay, bis Drift schaffen wir. Camaro bringen wir mal ein bisschen ab in die Wiese. Oh ja, den Toyota Supra, das gehen wir schon zum Start weg. Oh, da geht der S2000 erstmal in die Wand. Fuhre einen schon mal weg. Ah, shit, und ich hinterher. Oh, au, 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 komm weg da. Boah, meine Fresse. Ich muss ja nicht direkt gleich komplett aufrufen. Jetzt habe ich die Karre aber gleich komplett im Arsch. Naja, jetzt habe ich so ein paar Fahrfehler hintereinander reingerissen. Oh, 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 ich sehe die. Ich glaube, gerade einer hat sich gerade einen überschlagen, ey. Aber ich glaube, es geht erst ab dem zweiten Tag, kann man sich überschlagen. Da haben sie eine Überschlagsengine drin und die ist auch ziemlich krass. Das werdet ihr später noch sehen, wenn wir nach dem Spiel den zweiten Teil LPen werden. Oder ich den danach LPen werde. Der kommt ja direkt hier nach und schon zwei an mich gemacht. An dem vorbei. Hier geht's noch mit Vollgas. Immer noch. Kleiner Hüpfer. Ismail geht da. Chat heißt er. Chat Ismail geht gerade ein bisschen mal in die Wiese. Aber bremst sich hier mal wieder ordentlich, bis ich nicht aus vorbeigehe. Und tschüss. Volles Karo rein. Das Fahrerlevel haben wir. Schön. Oh, hallo Reifenstapel. Boah. Muss auch mal an Nitro denken, dass jetzt hier zum Beispiel auf dieser Gerade gerade mal ganz gut zu verwenden, um die beiden Camaros mal ein bisschen einzuheizen. Ja, wann bremst du? Oh, ich sollte früher bremsen. Nicht, dass wir hier wieder alles mitnehmen. Oh, wie viele Abzeichen wir gerade holen, ist schon krass. Au, 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 au. Wie 10 Slides schaffe, weiß ich nicht, ob wann Slide gilt. Deswegen muss das Spiel entscheiden. Ich drifte nicht extra, weil das verhaut mir nur das Rennen. Oh, 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 Hallöchen. Mal ein bisschen mal Nitro dahinter, damit er mich jetzt mal nicht direkt wieder überholt. Das wollen wir natürlich mit vermeiden. Und vorbei. Problem ist, jetzt kommt natürlich der schwerste Teil und ich weiß die Bremspunkte nicht ganz genau, deswegen kann ich jetzt nochmal ordentlich verlieren. Und tschüss sie. Oho, das war viel zu schnell. Fuck. Dammit. Ja, gib mir, ey. Fahr mir doch nochmal in die Karre, Chat. Du bist auch so ein Vollpfosten. Können wir neu starten, jo. Da haben wir es in der letzten Kurve eben nochmal komplett versemmelt, indem wir da in den Reifenstapel reingekracht sind. Das ist natürlich nicht das, was wir wollten. Ja, und die Handbremse haben wir auch noch gezogen, statt Nitro am Start. Scheiße. Fängt ja schon mal wieder gut an, das Rennen. Naja. Halt mal ein bisschen fighten. Ja, da habe ich den Bremsen komplett falsch eingeschätzt, bin natürlich dann geradeaus durch den Reifenstapel. Damit war aber zu rechnen bei der Geschwindigkeit, die ich hier drauf hatte. Alter! Mein Gott, ey, kriegst du doch nicht direkt so aggro rüber. Da hat sich aber auch ganz gewaltig ausgehebelt, als ich den hinten getroffen habe. Das war jetzt aber nicht so geplant. Hätte ich auch ganz gewaltig gerade gehen können. Im Chat fährt wieder der letzte Assi, direkt erstmal jeden ab.
downshift wieder zu schnell. Boah, Alter, jetzt fahrt mir doch nicht alle in die Kiste. Ja, manchmal halten die Gegner aber auch extra gehen. Da könnt ihr nicht sagen, dass ich schuld bin. Okay, Mero und ich sehen jetzt aber ganz schön demoliert aus. Ihm habe ich nämlich auch nicht geil mitgegeben, wie ihr seht. Boah. Nein. Er hat vorne seine Schürze und seine Motorhaube nicht mehr so ganz an der richtigen Stelle hängen, sagen wir mal so. Nitro hinter. Na, ich krieg diese Kurve einfach nicht, ey. Junge, halt nicht gegen, das geht nicht gut, wenn du bei so einer Stop-Speed-Kurve dagegen reinhältst. Schießt uns beide voll in die Wand.